Merci vielmals. Ja, nochmal merci für euer Engagement. Das Trinkwasser braucht Unterstützung und braucht Aufmerksamkeit, weil das Trinkwasser auch in der Schweiz ist massiv unter Druck. Wenn man es natürlich mit den Problemen weltweit vergleicht, dann ist die Situation in der Schweiz natürlich auf einem anderen Niveau, das darf man sagen. Wir sind aber auch privilegiert, weil wir die Erstnutzer sind, weitgehend von dem Trinkwasser, von den Grundwasserressourcen und Quellen, die wir dürfen nutzen dürfen. Und wir sind dementsprechend auch die Erstverschmutzer. Und die Belastungen, die wir hier in der Schweiz haben, die sind selbst verschuldet. Und darum dürfen wir uns da wirklich selber an die Nase nehmen, wenn wir die Nutzungskonflikte und die Belastung jetzt mal näher anschauen. Ich habe ein paar Folien, die habe mich beschränkt auf vier, ja, vielleicht fünf, um euch doch ein bisschen Unterhaltung zu bieten und ich hoffe, das klappt. Tipptopp. Seht ihr Ja. die Slides? Ja, sehr gut. Okay. Ja, wir in der Schweiz leben auf engem Raum. Siedlungen wachsen, Verkehrswege werden weiter ausgebaut, Bevölkerungszahl wächst. Nahezu alles in unserer Gesellschaft wächst, außer die Fläche, die uns zur Verfügung steht. Und das führt zu Konflikten, zu Nutzungskonflikten, die sich mehr und mehr zuspitzen. Weil die wertvollsten Ressourcen, Wasserressourcen, die wir nutzen können, die stabilsten Ressourcen und die leistungsfähigsten Ressourcen, das ist halt das Grundwasser. Nebst den Seen, nebst den Oberflächengewässern. Aber wenn man naturnah Wasser gewinnen, Trinkwasser gewinnen, der bietet sich das Grundwasser an, weil das ist durch die Natur gefiltert. Und wenn wir die Natur nicht überfordern, dann bietet die eine recht gute Filterleistung. Aber heute kommt sie eben stark an ihre Grenzen, respektive wir überfordern die natürliche Filterleistung von Natur mit gewissen Stoffen, die sich in der Natur schlichtweg nicht abbauen oder kaum abbauen können. Auf dieser Grafik hier, die stammt vom Bundesamt für Umwelt, seht ihr die verschiedenen Arten von Konflikten, wo wir Wasserversorger uns damit konfrontiert sehen. Einerseits Flächenkonflikte, dort, wo wir Trinkwasser nutzen wollen, wo wir eine Grundwasserfassung bauen, dort wollen wir ringsum eine Schutzzone haben, wo wir keine risikobehafteten Nutzungen haben. Weil dort ist man so nach dem Lebensmittelbetrieb, dass zum Beispiel ein Autounfall oder ein Bauer, der güllt, direkte Auswirkungen hat auf das gefasste Trinkwasser und wo man dementsprechend wahrscheinlich zu wenig Zeit hat, zum Intervenieren. Darum will man rings um einen Lebensmittelbetrieb, um die Trinkwasserfassungen, eine Grundwasserschutzzone, die so risikoarm ist wie möglich. Aber ich habe schon gesagt, häufig hat man in diesen Grundwasserschutzzonen schon Wohnnutzungen oder man hat landwirtschaftliche Nutzungen, wie in diesem Bild. Man hat diverse Verkehrswege, man hat Fließgewässer etc. Darum, die risikoarme Grundwasserschutzzone ist in der Schweiz kaum mehr möglich. Nachher, eine andere Kategorie von Konflikten sind die Mengenkonflikte. Und die verschärfen sich zunehmend auch mit klimatischen Veränderungen. Wir haben schon Engpässe in heissen Sommern, in Hitzephasen, in Trockenphasen. Dort wird das Wasser knapp. Das haben wir schon jetzt mehrfach müssen erleben. Es ist zwar selten, dass man wirklich muss Einschränkungen im Trinkwasserbezug aussprechen muss, dass man zum Beispiel verbietet, dass man Gärten bewässert oder verbietet, dass man Auto wäscht mit Wasser ab dem Hahn. So solche Auflagen sind denkbar. Wir jetzt im Seeland haben nie derartige Massnahmen müssen verfügen, aber es ist denkbar, dass das auch bei uns mal Realität wird.
Weil gerade in Landwirtschaft werden die Mengen immer grösser, die beansprucht werden in solchen Trockenphasen. Und eine dritte Kategorie von Konflikten, die sind schon angesprochen worden, das sind Qualitätskonflikte. Und die drei Kategorien, die ich hier aufgelistet habe, die sind natürlich auch abhängig voneinander und beeinflussen sich gegenseitig. Es ist nicht so, dass man meistens nur mit einer Kategorie konfrontiert ist, sondern wenn man Flächenkonflikte hat, Mengenkonflikte, dann hat man häufig auch Qualitätskonflikte. Aber das ist sicher die Kategorie, der Qualitätskonflikte, die uns aktuell am meisten herausfordert. Wenn wir von Qualitätskonflikten reden, gibt es insbesondere zwei Hauptquellen von Belastungen. Wir haben einerseits Siedlungsabwasser, das häusliche Abwasser von uns allen beinhaltet, aber auch das gewerbliche, industrielle Abwasser, das Abwasser von Spitälern beispielsweise und von speziellen Nutzungen. Dort drinnen sind Arzneimittel, Antibiotika-Rückstände, bestimmte Industriechemikalien, Schwermetall, Süßstoffe, Hormone, Mikroorganismen, Drogen, alles Mögliche. Die kennen selber, was dafür in unseren Haushaltungen einsetzen, da Kosmetika, Reinigungsmittel etc. etc. Und, eine grosse Herausforderung sind dort natürlich Medikamente. Aber die Schweiz ist in diesem Bereich im Umgang mit den Haushaltschemikalien und den Siedlungsabwässern wieder mal Pionierin, das darf man sagen. Sie hat nämlich beschlossen, die Schweiz, dass man in den 100 wichtigsten Kläranlagen der Schweiz eine vierte Klärstufe einbauen will, um derartige Mikroverunreinigungen rauszufiltern. Und das Geniale am Schweizer Modell ist das, dass wir einen solidarischen Finanzierungspott haben geschaffen, wo jeder von uns auch einen Teil einzahlt. Egal, ob er an einer Kläranlage angeschlossen ist, wo so eine vierte Klärstufe muss installieren oder nicht. Jeder zahlt ein, sofern er Haushaltsabwasser generiert und die Infrastruktur beansprucht. Und dank dieser solidarischen Finanzierung sind wir weltweit wahrscheinlich das erste Land, wo eine derart grossflächige Reinigung wird vorgesehen mit vierten Klärstufen. Ihr wisst, es gibt die mechanische, die chemische, die biologische Klärstufe. Und jetzt kommt eben in unseren Schweizer Kläranlagen, zumindest in den 100 wichtigsten, eben eine vierte Klärstufe, die entweder mit Aktivkohle oder mit Ozon die Mikroverunreinigungen angeht. Mit Ozon werden die oxidiert und mit frischer Aktivkohle oder mit einem anderen Verfahren, mit Aktivkohle, dort wird es absorbiert mit den Aktivkohle. Filter. Und während man eben beim Siedlungsabwasser sehr viel macht, ist die andere Hauptquelle von Belastungen, das ist die Landwirtschaft. Dort wird aus unserer Sicht sehr, sehr wenig gemacht und dort ist eine unheimlich starke Lobby dran. Es ist nicht nur eine pure Lobby, sondern im Hintergrund ist natürlich die chemische Industrie und noch andere, die da in der Agrarindustrie mitwirken, wo sich dagegen stemmen, dass man dort ähnlich ambitionierte Lösungen kann umsetzen kann, wie beim Siedlungsabwasser. Und für uns Wasserversorger sind die grössten Herausforderungen aktuell wirklich die Rückstände aus der Landwirtschaft. Es sind das einerseits Pestizide, die schon angesprochen wurden, andererseits aber auch die Nährstoffüberschüsse, die zu hohen Nitratwerten führen im Trinkwasser. Das Thema ist seit 30 Jahren gleich problematisch, fängt aber der Weg in der Regel gar nicht mit Schlagzeilen. Weil in den landwirtschaftlich stark genutzten Gebieten hat man derart viele Fassungen aufgegeben wegen zu hohen Nitratwerten, dass man diese Problematik so umschifft hat, indem man eben gewisse Gebiete gar nicht mehr nutzen kann, aufgrund von diesen nitratbelasteten Grundwasserströmen. Aber das Thema ist immer noch gleich problematisch wie vor etwa 30 Jahren und in diesem Bereich haben wir in der Schweiz wirklich keine Fortschritte gemacht.
Ihr seht hier Karten vom Mittelland. Gelb, rot und dunkelrot, das sind die Gebiete oder die Grundwassermessstellen, wo man mehr als 10 Milligramm pro Liter Nitrat nachweisen kann. Der höchste Wert ist bei 40, aber der Toleranzwert ist bei 25. Also wenn man über 25 Milligramm pro Liter Nitrat hat, das wären also die roten und die dunkelroten Punkte, dort ist das Wasser im Wert deutlich eingeschränkt und man kann es nicht mit gutem Gewissen abgeben. Hingegen im Bereich von 10 bis 25 Milligramm pro Liter hat man erhöhte Nitratwerte, die sicher nicht einem naturnahen Grundwasserstrom entsprechen und wo gewisse schon gesundheitliche Risiken nicht ausgeschlossen werden können. Das hat eine dänische Studie vor etwa 2 oder 3 Jahren bestätigt schon. Bei etwa 17 Milligramm pro Liter Nitrat hat man ein um 20% erhöhtes Darmkrebsrisiko. Und das ist auch bei den Pestiziden immer so ein Thema. Es gibt nicht einen schwarz-weißen Höchstwert, sondern das sind nur Graustufen, wo man einfach höhere und ein bisschen höhere und ein bisschen höhere Risiken eingeht. Also die Nitratbelastung, die insbesondere durch Düngemittel, aber auch durch eine sehr intensive Fleischproduktion generiert werden. Die Problematik, die haben wir in der Schweiz nicht können lösen und es ist politisch auch keine Lösung zu erkennen, außer vielleicht in den Volksinitiativen, wo ich da auch noch kurz darauf eingehe. Neben dem Nitrat sind natürlich die Pestizidrückstände ein grosses Thema und vor kurzem war eine Präsentation von diversen Gesundheitsforschern zu diesem Thema, weil in Bezug auf gesundheitliche Risiken weiss man sehr, sehr wenig. Also gerade Langzeitwirkungen sind weitgehend unbekannt, wenn man von Pestiziden redet. Und insbesondere auch die Cocktailmischung oder der Cocktaileffekt, wenn man mehrere solche Stoffe hat im Gemisch, da weiss man ebenfalls sehr, sehr wenig. Und die Zulassung, wenn man so ein Pestizid prüft und nachher zum Markt oder für Verkauf freigibt, dann prüft man immer nur Einzelstoffe. Und das ist ein riesen Defizit im ganzen Zulassungsverfahren. Jetzt, ich habe euch eine Folie da stellvertretend für den ganzen Abend von ziemlich niederschmetternden Folien aufgeschaltet. Das ist ein Professor aus Frankreich, der gesagt hat, eben in seinen Studien zeigen, dass ein Kind pro Tag etwa 128 chemische Rückstände aufnimmt, aus 81 verschiedenen Wirkstoffen bestehen, 36 verschiedene Pestizide, 47 verschiedene Stoffe, wo man vermutet, dass sie krebserregend sind. Jetzt, das sagt natürlich noch nichts über Konzentrationen, aber es zeigt, wie massiv dass wir diesen Pestiziden ausgesetzt sind. Und wenn man den Pestizidkonsum ein bisschen einschränken will, dann kann man natürlich einerseits auf Bioprodukte umstellen. Das ist recht effizient. Aber über die Luftverfrachtung und über das Trinkwasser und leider teilweise auch in Bioprodukten nimmt man dann gleich gewisse Pestizidrückstände auf. Und wenn man nachher noch die Probleme anschaut, wie vielseitig dass die Stoffe wirken können, sie speichern sich im Fettgewebe und sie akkumulieren sich. Man hat praktisch keine natürliche Entgiftung, also die Stoffe bleiben im Körper. Im Cocktail-Effekt ist es nicht eine Addierung, sondern eine Potenzierung. Und es ist das Problem, dass die Stoffe in alles hineingehen, in Plazenta Problem von minderintelligenten Kindern oder von Zunahme von minderintelligenten Kindern, Zunahme von Unfruchtbarkeit etc. etc. Das dürfte alles nicht zuletzt eben einen Zusammenhang haben mit diesen Pestizidrückständen und diesen Medikamentenrückständen, die wir täglich zu uns nehmen, mit Wirkungen, die sehr, sehr schwer einschätzbar sind. Und ihr wisst, im Schweizer Trinkwasser macht vor allem Meistoff aktuell Schlagzeilen. Das ist Chlorothalonil. Das ist ein Fungizid, das seit Jahrzehnten eingesetzt wird im Ackerbau. Und das Problem von diesem Wirkstoff ist,
dass er sehr langlebige Rückstände hinterlässt. Über 20 Abbauprodukte kennt man mittlerweile von dem Chlorothalonil. Und im Schweizer Trinkwasser, praktisch im ganzen Mittelland, sind 2 Sulfonsäuren von dem Chlorothalonil nachweisbar. Jetzt bei uns im Seeland ist es vor allem eine Sulfonsäure. Wir haben ein Wassungsgebiet, dort haben wir eine Brunnen geschlossen. Ein Brunnen ist im grünen Bereich, das ist nur dank dem Hagneck-Kanal. Ich kann das vielleicht hier in der nächsten Folie zeigen. Seht ihr den Pfeil? Ja. Ja, genau. Hier ist ein Berg. Der Bieler See wäre hier außerhalb vom Bild. Hier oben ist Worben, hier ist Lies, da haben wir die alten Jahre. Hier ist der Hagneck-Kanal, der dann bei Hagneck in Bielersee einmündet. Da oben ist irgendein Schwimmen, der Nidopüren-Kanal außerhalb vom Bild. Jetzt, wir haben hier das Wassungsgebiet in Gimitz. Da haben wir dank der Aare eine recht gute Grundwasserneubildung und wir haben sehr junges Wasser, das uns hilft, den landwirtschaftlichen Einfluss ein bisschen zu minimieren. Also ein riesiges Glück im Mittelland, das man nicht überall hat. Die Fassung hier, die zeigt aktuell seit dem Sommer wieder in Bezug auf alle lebensmittelrechtlichen Auflagen einwandfreie Werte. Dann haben wir die Fassung hier, die wir haben müssen stilllegen, weil wir dort schon 5-fach über dem Lebensmittelhöchstwert sind. Und da seht ihr, die kurze Viehstrecke unter Ackerbaugebiet durch, die längt schon, dass wir hier eine 5-fache Überschreitung haben gegenüber dieser Fassung hier, die fast, also die ist sehr, sehr nach dem Ufer, dort haben wir wirklich Uferfiltrat, das um eigentlich nicht wert, weil dort ist die Filterleistung sehr, sehr minim. Wenn wir mal Hochwasser haben und da ein bisschen Trübswasser bringt, dann müssen wir diese Fassung hier abstellen, weil dort kommt eben sehr viel daher von der Kläranlage. Also, hier können wir wählen zwischen problematischen landwirtschaftlichen Einflüssen oder problematischen Einflüssen aus der Kläranlage, aus dem Siedlungsabwasser. Aktuell bevorzugen wir das Risiko, wo wir eingehen, wenn wir sehr nach am Oberflächengewässer Wasser beziehen, weil dort halten wir alle lebensmittelrechtlichen Werte ein. Und hier, frappant ist es, es braucht irgendwie etwa 200-300 Meter Fliehstrecke und ackerbaulich genutztem Gebiet, um es schon irgendwie 3- bis 5-fach über dem Lebensmittelhöchstwert in Bezug auf die Chlorothalonilrückstände. Einfach zum zeigen, es braucht extrem wenig. Und wir reden auch von sehr tiefen Konzentrationen, aber das Lebensmittelrecht ist eben dort sehr streng, weil man sagt, bei den Lebensmitteln kann man ein bisschen weit wählen, ob man Bio oder ob man das Risiko eingeht, mit konventionellen Produkten. Beim Hanenwasser hingegen hat man in der Regel die Wahl nicht. Man hat den Anbieter, den man hat, der liefert das Wasser, das er hat. Und wenn man dort auf das Hanenwasser verzichten will, dann muss man einen grossen Brocken von seiner Lebensqualität aufgeben. Weil wenn man dort komplett auf Flaschenwasser umstellt, dann nimmt man schon sehr viel in Kauf, weil ja, dann schleppt man und ja, ist schade, dann gibt man eigentlich das Zahnwasser fast ein bisschen auf und ich hoffe, das wird nicht der Fall sein in der Schweiz, dass man sagt, Zahnwasser kann man nicht mehr so schützen, wie man das will, dass man dort wirklich gut gewissen kann, drauf trinken und aus gesundheitlicher Sicht ein sicheres Wasser kann konsumieren. Also ich hoffe, die Fehler, die wir gemacht haben im vorsorgenden Gewässerschutz, die bleiben oder die führen zu Lösungen und zu Massnahmen jetzt und die führen zu einem besseren und wirksameren Trinkwasserschutz. Und wir stellen schon jetzt fest, mit diesen Chlorothalonilrückständen ist eine riesige Debatte im Gang und es gibt da die Strategie von gewissen, das zu verharmlosen. Es gibt die Strategie von anderen, das aufzubauschen. Wir Wasserversorger sind da irgendwie noch immer zwischen, weil man muss sagen, es sind sehr geringe Werte, aber schlussendlich es bestehen toxikologisch besorgniserregende Eigenschaften, weil die Muttersubstanz, Chlorothalonil selber, hat sich in Tierversuchen sogar bei Hunden als krebserregend herausgestellt. Bei solchen Tierversuchen weiss man natürlich nie, mit
Mäuse, Ratten und Hunde hat sich als krebserregend herausgestellt. Man weiß natürlich nicht, wie es auf den menschlichen Organismus wirkt. Aber aus meiner Sicht ist Vorsicht angezeigt und mich hat es gefreut, dass das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen den tiefen Lebensmittelhöchstwert im Trinkwasser bestätigt hat, zum Schutz von uns Konsumentinnen und Konsumenten. Aber wie gesagt, hier haben wir eine einzige von diesen 5 Fassungen im grünen Bereich und hier oben haben wir Worte. Hier ist das Wasser dann mehrere Jahre alt, mehrere Jahre unter landwirtschaftlichem Land durchgeflossen und hat sich dementsprechend auch angereichert mit diesen Rückständen. Und hier haben wir fast eine 20-fache Überschreitung vom Lebensmittelhöchstwert. Also es ist sehr problematisch. Und ich wollte noch mit dieser Grafik nur zeigen, wenn man das Trinkwasser wirksam schützen möchte, dann reichen nicht gewisse Massnahmen in diesen kleinen Grundwasserschutzzonen, sondern wir brauchen Massnahmen flächendeckend in diesen Zuströmbereichen. Und rein dieser Bereich hier, den ihr seht, der umfasst etwa 15 Quadratkilometer. Darum ist es in der Politik auch so extrem schwierig, das Trinkwasser zu schützen, weil das betrifft so grosse Flächen, wo man die Landwirtschaft müsste einschränken, wo Nutzungseinschränkungen unumgänglich erscheinen, aus unserer Sicht. Ja, und jetzt ist die Situation so, in der Schweiz, im Schweizer Mittelland, ist deutlich über 1 Million Menschen, die gegenwärtig Trinkwasser überkommt, wo die Chlortalonil-Rückstände in Konzentrationen nachweisbar sind über dem Lebensmittelhöchstwert. Also deutlich über 1 Million Menschen bekommt gegenwärtig Trinkwasser, wo nicht mehr dem Lebensmittelrecht entspricht und dementsprechend eben als ein bisschen unsicher gilt. Die Lebensmittelbehörde hat natürlich bestätigt, dass nicht ein akutes Gesundheitsrisiko besteht, dass aber innerhalb von 2 Jahren die Situation soll korrigiert werden, weil die Rückstände eben, es steht wortwörtlich, besorgniserregende toxikologische Eigenschaften aufweisen. Jetzt, was machen wir Wasserversorger? Im ganzen Mittelland, vom Genfersee bis zum Bodensee, sind deutlich über 1 Million Menschen betroffen. Zahlreiche Wasserversorgungen sind dementsprechend gefordert, jetzt eine Lösung zu bieten. Welche Lösung können wir bieten? Einerseits kann man hoffen, dass die Situation sich mit der Zeit bessert, also dass man das Problem aussitzen kann, dass man ein bisschen zuwarten mit Lösungen und dass es hoffentlich die Natur für uns regelt, weil nämlich Chlortalonil ja seit Anfangsjahr verboten ist und nicht mehr eingesetzt wird. So eine Aussitzstrategie, habe ich das Gefühl, ist möglich für so ein Fassungsgebiet, wie wir es hier haben, in Gimitz, wo man nur geringfügig über dem Höchstwert ist oder sogar gewisse Fassungen hat, wo alle lebensmittelrechtlichen Anforderungen erfüllen und wo man gute Grundwasserneubildung hat, dort kann man aus meiner Sicht der Konsumentenschaft das zumuten und ich gehe davon aus, irgendwie in 5 bis 10 Jahren sind eventuell, das kann uns niemand sagen, alle 5 Fassungen wieder im grünen Bereich. Hier geworden hingegen, wo wir fast eine 20-fache Überschreitung haben vom Lebensmittelhöchstwert und wo wir so lange Fliesswege haben in intensivstem Ackerbaugebiet. Dort sind die Böden gesättigt mit diesen Rückständen und jeder Regen führt wieder zu Auswäschungen von diesen Rückständen. Dort bin ich überzeugt, das wird deutlich über 20 Jahre gehen. Eine Schätzung gibt es von EAWAG, die sagt mehrere Jahrzehnte. Was macht man dort mit so einer Fassung? Unser Vorstand und wir haben lange überlegt, und im letzten Herbst, weil wir kennen jetzt die Höchstwerte oder die Überschreitungen seit dem April 2019, im Herbst haben wir dann ein Pilotprojekt lanciert mit einer Umkehrosmosefilteranlage. Das ist das feinporigste Filterverfahren, das man kennt. Und das ist tatsächlich erfolgreich. Das kann die Pestizidrückstände sehr, sehr wirksam rausfiltern. Das Traurige an diesem Verfahren ist, dass das Verfahren auch alle Mineralien aus dem Trinkwasser herausfiltert. Also man hat am Schluss von dieser Filtration nachher ein praktisch destilliertes Wasser, wo nur noch H2O drin ist. Das ist nicht das, was wir als
Trinkwasser wünschen. Darum haben wir das Projekt lanciert, eine Umkehrosmose-Filteranlage in Worben, wo hier das Grundwasser lokal filtert, wo wir aber Wasser aus Gimitz beimischen, im Verhältnis 50 zu 50. So erreichen wir ein Trinkwasser, das alle lebensmittelrechtlichen Vorgaben erfüllt und auch gesund mineralisiert ist. Das Projekt kostet gemäss unserem Kostenvoranschlag 1,8 Millionen Franken und wäre wahrscheinlich das erste, das in der Schweiz realisiert ist. Und es ist natürlich ein bisschen wie Kapitulation vom vorsorgenden Gewässerschutz. Also es ist nichts Wünschenswertes, aber wir sind in so einer schwierigen Situation, dass wir sagen können, was gewichten wir mehr, was dürfen wir unseren Konsumentinnen und Konsumenten zumuten. Und wir sind der Meinung, hier haben wir eine massiv zu hohe Überschreitung der Lebensmittelhöchstwerte, dass wir einfach passiv abwarten könnten. Und wir kennen auch Rückstände, zum Beispiel aus dem Zuckerrübenbau. Ein Rückstand, den man vor etwa 10 Jahren festgestellt hat, das ist Desphenylchloridazon. Ist damals so kurz in den Medien gewesen. Wir hätten uns erhofft, dass man dann mit den Desphenylchloridazon-Rückständen, die auf vielen Orten im Mittelland nachgewiesen wurden, dass man da die nötigen Lehren daraus zieht. Das war leider eine Illusion gewesen. Wisst ihr, was man dann gemacht hat? Vor 10 Jahren hat man nachher gesagt, wir stufen die Rückstände als nicht relevante. Und hat dementsprechend den Höchstwert für die sogenannten nicht relevanten Pestizidmetaboliten um das 100-fache aufgesetzt. 100-fache aufgesetzt und dementsprechend hat man nachher kein Problem mehr gehabt, keinen Handlungsbedarf mehr gehabt. Und damals hat man eben eigentlich auch Tür und Tor geöffnet für die heutige Situation. Weil mit dieser Verharmlosung kann man vielleicht Zeit gewinnen, aber irgendwann ist halt same ein. Und jetzt hat es uns massiv eingeholt mit diesen Chlorthalonil-Rückständen. Und ja, wir Wasserversorger sind extrem gefordert, denkt es mir. Und mich würde es auch freuen, wenn man ein bisschen mehr Konsumenten, Konsumentinnenstimmen auch noch hören würde, die das nicht dulden, dass man jetzt einfach das Problem aussetzt, nichts macht und dann schlussendlich das gleiche Risiko eingeht wie vor 10 Jahren, wo man durch das Verharmlosen schlussendlich dem Gewässer- und Trinkwasserschutz überhaupt nichts dient hat. Das ist natürlich eine sehr persönliche Ansicht aus meiner Sicht. Aber wenn ich sehe, was in der Politik läuft, dort ist der einzige Hoffnungsschimmer aktuell, ist die parlamentarische Initiative, die einen verbindlichen Absenkpfad vorgesehen für die Pestizide. Im Ständerat ist eine anfänglich recht erfreuliche Vorlage noch verwässert worden, weil die Vorlage hätte zeitlang nachher auch noch einen Absenkpfad für Nährstoffüberschüsse. Also das ist das erste Problem, das ich angesprochen habe, mit dem Nitratproblem. Dort wäre etwas vorgesehen gewesen, das ist nachher gestrichen worden. Jetzt ist es im Nationalrat und ich hoffe, dass aus dieser parlamentarischen Initiative doch noch etwas wird, wo Trinkwasserschutz hilft. Was natürlich aktuell zu Druck führt, sind die beiden von Lisa Krebs schon angesprochenen Volksinitiativen, die ich beide unterstütze. Und ich hoffe, ihr findet da einen Weg, dass ihr euch dazu bekennen könnt. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennt. Das eine ist Trinkwasserinitiative mit einem sehr einfachen Ansatz. Trinkwasserinitiative sagt, wir Schweizer zahlen ja pro Jahr etwa 3,5 Milliarden Franken Steuergelder an Subventionen an Bauern. Die 3,5 Milliarden Franken pro Jahr, die sollen nur noch an nachhaltige Bewirtschaftungsformen ausgezahlt werden. Und das sind drei Punkte. Einerseits dürfen keine Antibiotika prophylaktisch eingesetzt werden in der Viehzucht. Weil das ist ja haarsträubend, wenn man Antibiotika vorsorglich einsetzt, nur damit man nachher ein bisschen höhere Tierbestände auf engerem Raum haben kann. Also Antibiotika nur noch im Krankheitsfall, aber nicht zugemischt im Futter, prophylaktisch, vorsorglich. Das Zweite ist, keine Subventionen an Landwirte, die Pestizide einsetzen, würde uns Wasserversorger extrem dienen, weil wenn zum Beispiel jetzt der ganze Zuströmbereich hier nur noch mit den Hilfsstoffen vom Biolandbau bewirtschaftet wird, dann hätten wir im Trinkwasser und im Grundwasser keine Rückstände. Weil das ist ein grosser Vorteil. Mit Ausnahme von
Kupfer. Kupfer, merci, merci. Mit Ausnahme von Kupfer wird im Biolandbau nur, werden nur Pflanzenschutzmittel eingesetzt, die natürlich oder naturnah und rasch abbaubar sind. Und dementsprechend bauen sich die Stoffe eben im Gegensatz zu synthetischen Pestiziden sehr rasch ab und es gibt keine Akkumulation im Grundwasserleiter und dementsprechend auch keine Rückstände im Trinkwasser. Das wäre für uns eine riesige Chance und es freut mich, dass die Trinkwasserinitiative diesen Ansatz gewählt hat. Und der dritte Punkt, der gibt natürlich stark zu diskutieren in Trinkwasserinitiative, das ist die Vorgabe, dass Subventionen nur noch ausgezahlt werden an Betrieben, die einen Viehbestand haben, der mit eigenen Futtermitteln ernährt werden kann. So wie es im Initiativtext steht, ist es sehr, sehr einschränkend. Aber ein Rechtsgutachten und auch das Initiativkomitee selber haben bestätigt, dass auch so Betriebsgemeinschaften weiterhin selbstverständlich zulässig sind. Also, dass sich ein Bauer auf Futtermittelproduktion fokussiert und einen anderen Bauer auf Viehzucht und dass sie dürften Futtermittel austauschen, so regional oder zumindest auch schweizweit. Was aber aktuell läuft mit den aus dem Ausland importierten Futtermitteln, das ist natürlich ein Handel, wo schon alles andere ist als nachhaltig, wo eben zu diesen extremen Nährstoffüberschuss führt, wo nachher unsere Gewässer auch belastet. Das ist die Trinkwasserinitiative. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen oder lieber am Schluss? Ja, sehr gerne. Es würde mich wundern, wie Sie da sehen, also wenn man jetzt die Regulierung in der Schweiz um so viel strenger würde machen, haben Sie nicht befürchtet, dass wir einfach dann mehr tierische Protein importieren und dann halt einfach den Schaden im Ausland anrichten? Also gehen wir das Problem von der Reduktion der tierischen Proteine genug aktiv an in diesem Zusammenhang? Weil die biologische Landbau kann ja uns nicht alle ernähren mit dieser Landfläche oder landwirtschaftlichen Fläche, die wir heute haben. Was ist da Ihre Meinung? Also ich habe das Gefühl, es ist natürlich eine riesige Debatte. Und die Agroskop-Studie, die gemacht wurde, die hat ja eben kommt zu dieser Aussage, dass man den Trinkwasserschutz in der Schweiz tatsächlich verbessern mit der Trinkwasserinitiative, wenn die angenommen wird, dass man aber Umweltschäden ins Ausland würde verlagern. Wir haben die Studie extrem kritisiert, weil die Rahmenbedingungen einfach so getroffen wurden, dass überhaupt keine Verbesserungen erzielt werden und dass der Fleischkonsum weiter zunimmt. Dass der Food Waste in diesem Umfang weiter bestehen bleibt. Und wenn man natürlich alle die Rahmenbedingungen so annimmt, dann kann man, wie dir sagen, in der Schweiz mit der Biolandwirtschaft nicht alle versorgen. Und ihr wisst vielleicht auch, eine andere Studie, und das war ein Augenöffner für viele von uns, über 80% der Subventionen gehen nicht in die pflanzliche Produktion, sondern in die Fleischproduktion. Also ich meine, wenn wir weiterhin so fleischlastig leben und produzieren, dann gibt es schlicht kein nachhaltiges System. Ja. Weder im Inland noch im Ausland. Da bin ich überzeugt, dass da etwas muss gehen. Aber sonst, wenn wir uns bereit wären, den Fleischkonsum ein bisschen einzuschränken, wenn wir es schaffen, oder Food Waste ein bisschen einzuschränken, dann bin ich überzeugt, und das sagt auch Bio Schweiz und das FIBEL, das Forschungsinstitut vom Biolandbau, dass eine Biolandwirtschaft die Weltbevölkerung kann ernähren kann. Und sie gehen sogar so weit, es gibt keine andere Form, wo die Weltbevölkerung kann ernähren kann, weil eine nicht nachhaltige Landwirtschaft wird früher oder später zum Kollaps führen. Wenn wir so weiter umgehen mit der Biodiversität, mit Nützlingen, wenn wir Böden weiter so verdichten oder Fruchtbarkeit kaputt machen, wenn wir Gewässer weiter so belasten, dann wird uns das irgendwann einholen. Aber eure Frage ist absolut berechtigt. Und wir hoffen, dass Agroskop, also wir sind dort vorstellig geworden, und ich gesagt, mit den und den Rahmenbedingungen werden wir noch 2, 3 Szenarien gerechnet haben. Jetzt ist es einfach so, das ist krass, wie Wissenschaft halt auch politisiert ist
Und wie Agroskop überhaupt nicht unabhängig funktioniert. Aber ich hoffe, es gelingt uns noch, dort eine Gegendarstellung, eine überzeugende Gegendarstellung zu liefern. Danke. Ja, und also schon heute, ich meine, die grosse Menge an Futtermittelimporten aus Brasilien oder weiss nicht wo, ich denke, wenn ihr einen globalen Fokus habt, dann wisst ihr, welche riesen Probleme dass die auch verursachen im Ausland. Mhm. Und ich denke, ja, das ist vielleicht nebst diesen zwei Volksinitiativen mein Schlussvotum. Wir können selbstverständlich auch etwas beitragen. Und ich sage, es gibt drei wichtige Zettel. Mit dem Stimmzettel, mit dem Wahlzettel und mit dem Einkaufszettel können wir doch recht viel auch beeinflussen. Weil, ja, mit dem Wahlzettel, es gibt ein paar Parteien, die sind schlicht nicht trinkwassergerecht, wenn ich das mal so darf sagen. Nachher mit dem Stimmzettel, mit den bevorstehenden Volksabstimmungen, haben wir wirklich eine Chance, unsere Landwirtschaft in neue Bahnen zu lenken. Ah, von der Pestizidinitiative habe ich noch gar nicht geredet. Die geht dann deutlich weiter. Oder wenn ich das noch schnell einfügen darf. Trinkwasserinitiative beinhaltet kein einziges Verbot. Von dem her erscheint sie mir recht liberal. Sie sagt einfach, die Schweiz hat im Gegensatz zum Ausland ein extrem ausgebautes Direktzahlungssystem. Und für uns ist das eine Chance, die kein anderes Land hat, dass man diese Direktzahlungen nutzt, für Anreize zu schaffen, für nachhaltige Produktionsformen. Und dort, wo die Wertschöpfung sehr hoch ist, sehr gross ist, das ist teilweise eben auch in der Fleischproduktion, dort ist die Wertschöpfung sehr gross, dort sind die auch nicht so abhängig von den Direktzahlungen. Also wenn man dort würde sagen, Futtermittelimporte sind tabu, wenn ihr Subventionen wollt, dann können die auch ohne Direktzahlungen funktionieren, weil das nicht ein riesen Anteil ist in ihrem Budget. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass möglichst viele nicht aus dem ökologischen Leistungsnachweis würden aussteigen, sondern dort würden mitmachen und würden helfen, nachhaltige Systeme umzusetzen, die natürlich weltweit auch eine Signalwirkung haben. Also ich setze grosse Hoffnung in die Trinkwasserinitiative und die andere Initiative, wo kürzlich der Vorstand von Bio Schweiz die Ja-Parole vorgeschlagen hat, ist die Pestizidinitiative. Das ist natürlich eine grosse Stärke vom Biolandbau, dass der eben ohne chemisch-synthetische Pestizide funktioniert. Der Vorteil von Pestizidinitiativen, wo aber der sehr rigorose Verbot beinhaltet, nämlich sowohl in der inländischen Produktion, Landwirtschaftsproduktion, keine synthetischen Produkte, und auch in den importierten Produkten keine chemisch-synthetischen Produktionsformen. Also es geht sehr, sehr weit. Aber es würde natürlich gleich lange Spiessen schaffen für die inländischen Bauern wie auch für die ausländischen Bauern. Von dem her wäre es ein gewisser Schutz von unserem eigentlichen Bauernstand. Und darum kann ich mir vorstellen, dass Bauern teilweise fast mehr Sympathie haben für Pestizidverbotsinitiativen als für Trinkwasserinitiativen. Das sind ganz unterschiedliche Ansätze. Die eine, wie gesagt, die sagt einfach, wir wollen Direktzahlungen, die wir ja sowieso auszahlen, die nicht in Frage gestellt werden, die Subventionen, die wollen wir einfach umholen, die nachhaltige Landwirtschaftsformen. Und die andere Initiative, die sagt, wir wollen chemisch-synthetische Pestizide verbieten, sowohl in der inländischen Landwirtschaft, wie auch auf den Produkten, die importiert werden. Also geht sehr weit, aber sie beinhaltet eine 10-jährige Umsetzungsfrist. Trinkwasserinitiative, eine 8-jährige. Also, ich bin überzeugt, es würde ein Riesensignal setzen, eine riesen wichtige Weiche stellen, weil zurzeit fließt natürlich auch nur ein sehr geringer Budgetanteil in die Forschung von alternativen Pflanzenschutzverfahren. Und dort haben wir natürlich schon ein bisschen die Situation verschlafen, aber ich muss auch sagen, die Pestizidverkäufe mit unserem Direktzahlungssystem, da werden Bauern finanziert, dass sie die Mittel vermögen und das Geld bleibt nicht bei den Bauern, sondern die sind hauptsächlich Durchlauferhitzer, weil das Geld landet nachher bei den chemischen
in der chemischen Industrie. Also sicher zu einem grossen Teil. Ja, also eben, der Stimmzettel ist wichtig in Bezug auf die bevorstehenden Volksabstimmungen aus meiner Sicht. Eine Riesenchance, die uns da geboten wird. Ich danke all denen, die geholfen haben, da die Unterschriften sammeln, weil das ist ja eine Riesenarbeit. Und das Dritte ist nachher der Einkaufszettel. Da können wir wirklich, wenn wir auch schon nur ein bisschen die Fleisch, den Fleischanteil reduzieren, da können wir sehr viel auswirken damit. In vielen Konsumgütern steckt extrem viel Wasser, das wisst ihr vielleicht. Das virtuelle Wasser oder der Anteil an virtuellem Wasser ist deutlich, deutlich grösser als unser eigener Wasserverbrauch im Haushalt. Also, wenn wir ein bisschen sparsamer sind mit Kleidern, mit allen Konsumartikeln, wenn wir ein bisschen qualitativ hochwertige Produkte nutzen und die ein bisschen länger nutzen, vielleicht mal flicken. Ich denke, da schonen wir den weltweiten Wasserkonsum. Ja, jetzt hoffe ich, ich habe euch nicht zu fest mit meiner persönlichen eigenen Meinung vor den Kopf gestossen. Ich bin absolut kritikfähig und ich akzeptiere andere Meinungen, aber ich glaube, ich bin eingeladen worden, um euch mal meine Meinung zu sagen. Als wenn ich als Geschäftsführer von Seeländischer Wasserversorgung auftrete, dann bin ich aber deutlich weniger politisch. Aber was ich auch darf sagen, das ist eine Sprachregelung, die unser Vorstand verabschiedet hat. Und unser Vorstand, der ist sehr bürgerlich oder sogar rechts. Also der Präsident ist BDP, der Vize ist SVP und Seeland, wie ihr es kennt, ist sehr, sehr, das ländliche Seeland ist sehr, sehr landwirtschaftlich geprägt und konservativ. Darum müsst ihr das hochgewichten. Unser Vorstand hat diese Sprachregelung verabschiedet. Wir bekennen uns zu der produzierenden Schweizer Landwirtschaft, die ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel funktioniert. Unser Vorstand hat das gesagt. Aufgrund von diesen Problemen, die wir hier seit halt vielen, vielen Jahren kennen. Also darum, ich finde das nicht eine extreme Position, sondern das ist eine verantwortungsbewusste Position, die weiss, welche Lösungen das nötig sind, um unser Trinkwasser, unser wichtigstes Gut, aus meiner Sicht, unser wichtigstes Lebensmittel wieder zu schützen, sodass wir es eben nicht müssen aufbereiten müssen, sondern naturnach können gewinnen und damit wir da so unsere Nachfolgegenerationen können erhalten. Merci vielmals. Danke vielmals. Herzlichen Dank für das engagierte Referat. Ja, und wir haben euch natürlich eingeladen, weil wir auch eure Meinung haben wollen als Fachmann. Und es ist eindrücklich, es ist spannend, es ist aber auch sehr, sehr ernüchternd, wie die Situation ist. Zum Glück habt ihr uns dann auch deutlich können aufzeigen, wie wir oder mit unseren drei Zetteln, wie wir etwas können dazu beitragen können, um etwas positiv zu verändern. Ja. Ihr habt sicher Fragen an Herr Wiegand. Ich möchte euch gerade das Wort ergeben. Wer möchte, wer hat eine Rückmeldung, eine Frage? Seid so gut. Andi Klein habe ich gesehen. Sehr schön, Veronique. Andi, bitte. Ja, ich habe eigentlich nicht direkt eine Frage, weil ich habe eigentlich da mein Handy zum Klatschen angetippt. Ich finde es wirklich ganz einen tollen Beitrag. Merci vielmals, weil ich finde es ganz wichtig, dass ihr aus eurer Erfahrung das so schildern könnt. Das ist ganz wichtig, dass ihr die Erfahrung auch einbringt. Also von dem her, herzlichen Dank für den Beitrag. Ich könnte vielleicht zurückkommen auf eure Frage, Livia. Oder? Weil das ist ja im Prinzip so quasi der Grund, Diskussion, die angelaufen ist bezüglich der Trinkwasserinitiative, aber auch bezüglich der Pestizidinitiative, dass nachher argumentiert wird, wir können ja nachher die Leute nicht mehr nähren mit der biologischen Landwirtschaft, wenn wir die Hilfsmittel und die Düngemittel und die Intensität, die intensive Landwirtschaft konventionell bzw.
eigentlich industrielle Landwirtschaft nicht mehr tätigen, wo ja in ganz vielen Bereichen eben genau mit eurem Hintergrund im Konflikt stehen. Euer Hintergrund sind ja SDGs, oder? Und genau in den SDGs haben wir ja all die Baustellen, die jetzt auch angesprochen wurden mit dem Wasser. Also wir haben das Problem von unserer Ernährung, wo eben nicht nur in Bezug auf Trinkwasser nicht nachhaltig ist, sondern auch nicht in Bezug auf Gesundheitsauswirkungen der Lebensmittel, weil dort hier sind ja Pestizidrückstände noch viel stärker, wo auch nicht nachhaltig sind, weil ja wir nicht nur eine Fehl- und eine Mangelernährung haben, zum Glück weniger als in den vergangenen Jahrhunderten, aber wir haben ja heute auch eine massive Fehlernährung und Gewichtsproblem und Gesundheitsproblem durch einen übermässigen Fleischkonsum als Gesundheitsproblem, was zugleich dazu führt, dass die Ärmsten nachher nichts zu essen haben. Weil wenn wir natürlich Futtermittel importieren und hier Fleisch produzieren, dann tun wir ökologische, ökosystemische Zyklen aufreissen in einem globalen Maßstab. Und das schlägt sich nachher im Nitratwert nieder, wie wir es jetzt gesehen haben, hier. Und schlägt sich aber auch im Druck von dem Export in Brasilien nieder, wo ganze Regionen, Kleinbauern massivst unter Druck sind, nicht nur vom Pestizid, sondern auch vom Landhunger, von der industriellen Landwirtschaft, die nachher Soja exportiert. Also von dem her, all die Zusammenhänge sind sehr komplex. Aber wenn man das wirklich gründlich aufarbeitet, und es gibt viele gründliche Studien bereits zu dem, auch auf der globalen Ebene, dann sehen wir, dass wir nur mit einer nachhaltigen Ernährungskette eine Verbesserung herbringen. Und das steht vollständig im Einklang zu dem, was wir jetzt heute Abend diskutiert haben. Und in dem Sinn ist es einfach wichtig, auch bei uns darauf herzuweisen. Wir sagen immer, wir haben das Klimaproblem, aber wir haben das Trinkwasserproblem, wir haben das Biodiversitätsproblem. Ja, alle diese Probleme können wir mit diesen Fragen angehen. Und wir können einfach nicht sagen, es ist ein Menschenrecht, übermässig Fleisch zu konsumieren. Natürlich will ich nicht in die Freiheit eingreifen, aber ich will mindestens den Preis müsste stimmen. Und es würde nichts machen, wenn halt zu viel das Dreifache kostet. Aber wir subventionieren heute Proviant mit unseren Subventionsgeldern, für dass wir noch mehr Werbeabsatz machen für noch billigeres Fleisch, das unsinnig nicht nachhaltig produziert ist. Und dort haben wir wirklich eine totale Fehlkonstruktion in unserer Politik. Und das müssen wir einfach ansprechen. Und mit eurer Frage hat man nur die Oberfläche, oder? Man sagt einfach, ja, wenn wir 30% weniger produzieren. Ja, aber was heisst 30% weniger? Das heisst nicht 30% weniger Ernährung oder gesunde Ernährung, sondern es ist eine Menge mit einem heutigen, unsinnigen System. Oder? Wo Futtermittel ist ja irgendwie 80% von unserer Produktionsfläche in der Schweiz, wo intensiv bewirtschaftet wird mit all dem Mais. Das geht alles in Fleisch- und Milchproduktion. Oder? Und das bei Wiederkäuern, die eigentlich auf Rohfutter leben sollten, für das sie ökologisch einen Beitrag leisten können. Und damit Biodiversität fördern, die wir eben mit diesem System zerstören. Also von dem her denke ich, es ist wirklich etwas, das ganz wichtig ist. Und das ist ja auch der Grund, wieso ich mich so eingesetzt habe für Blue Community. Weil für mich ist das Wasser als Grundlebenselement tut eigentlich die ganzen Nachhaltigkeitsprobleme auch spiegeln. Und das ist jetzt eigentlich in diesem Beispiel ganz schön zum Vorschein gekommen. Und dann muss man halt dann auch die Diskussion erweitern und zeigen, dass es nicht einfach ein Nutzungs- oder Interessenskonflikt ist jetzt zwischen den Bauern heute und der Trinkwasserversorger, sondern es steht auch hier eigentlich die Gesamtgrundlage von diesem Planet zur Diskussion. Und das ist einfach ein Ausschnitt und ein Zugang, den wir jetzt hier hatten.
Merci. Nochmal, merci vielmals für den guten Beitrag. Merci, merci. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben etwas später angefangen und sind etwas länger dran gewesen. Ich würde sagen, dass wir noch 5 Minuten, dass wir, oder je nachdem, wie jetzt die Frage, dass wir um 10 vor nachher könnten, das Argumentarium anschauen. Veronique, du hast vorhin noch die Hand aufgehört, wenn ich richtig geschaut habe. Also wir kommen einen kleinen Zwickmühle mit dem Trinkwasser, wo ja Blue Community sehr stark fördert, dass man das Leitungswasser trinkt. Jetzt ist das aber eben auch gerade schon bedenklich, einmal an gewissen Orten. Mich würde es interessieren, ob Sie etwas wissen, wie die Belastung ist bei dem gekauften Mineralwasser. Ja, da gibt es grosse Unterschiede. Praktisch in allen Mineralwässern sind die Stoffe auch nachweisbar. Das hat ja die EAA-Studie gezeigt, dass sogar im Evian-Mineralwasser die Chlortalonilsulfonsäure nachweisbar ist. Aber da muss man auch sagen, das ist in sehr, 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 sehr geringen Konzentrationen. Heute kann man halt auch sehr leistungsfähig bis die tiefste Konzentration abmessen. Es geht dort, glaube ich, um 6, 7 Nanogramm pro Liter. Also extrem wenig. Aber das Bedenken an dem Ganzen ist gleich, dass sogar so alpine Quellgebiete wie das Quellgebiet von Evian, wenn ihr kennt es vielleicht, ihr kennt den Genfersee, schon ziemlich alpin, eigentlich kein Ackerbau, dass schon dort der Stoff nachweisbar ist. Und wenn ihr jetzt mal würdet messen im Mineralwasser, wo deutlich stärker noch landwirtschaftlich geprägt ist, wie zum Beispiel Henne, da bin ich überzeugt, da hat er mindestens eine 10er Potenz mehr von diesem Stoff. Aber ich meine, es sind immer noch tiefe Konzentrationen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, belastet das Trinkwasser, ich meine, mittlerweile sage ich selber das auch, weil ich einfach nicht will, dass die Zeit wieder ungenutzt vorbeigeht. Aber im Trinkwasser sind die Lebensmittelhöchstwerte so tief. Für die Rückstände liegt der Lebensmittelhöchstwert im Trinkwasser bei 0,1 Mikrogramm pro Liter. Und in der Rüebli darf 10'000 Mal mehr von diesem Stoff drin sein, und sogar vom Wirkstoff in konventioneller Rüebli. Und das ist auch die grosse Herausforderung für uns. Ja, machen wir jetzt einen Hype daraus oder sollen wir es verharmlosen? Ich habe jetzt dafür entschieden, da gar nicht gross zu verharmlosen und die Leute mal wirklich die Bedenken auch an den Kopf zu werfen, damit sie sich Gedanken machen zu dieser Herausforderung oder zu den Herausforderungen, die wir gegenwärtig haben. Und nicht auf eben Verharmlosung zu machen, das machen schon die kantonalen Gesundheitsbehörden. Aber eben, Mineralwässer müssen wir mal untersuchen. So Analysen im Nanogrammbereich können nicht sehr viel Labor machen und die beiden so nicht, weil eben, das im Evian ist nur gemessen worden, weil man Evian weltweit kann kaufen und dementsprechend eine Nullmessung machen kann, wo man nachher auch eine erste Plausibilisierung kann machen. Also das ist noch interessant. DAVAG hat nicht Evian untersuchen, sondern DAVAG hat eine Nullmessung machen. Und dann festgestellt, dass sogar im Evian die Chlortalonilsulfonsäure nachweisbar ist. Also es ist flächendeckend, es ist überall in den Mineralwässern. Vielleicht gibt es irgendwie ein Walserwasser oder so, wo unbelastet ist, aber sonst haben wir überall eine Grundbelastung, da bin ich überzeugt. Klare Aussagen für uns mit Grundsatz 3. Jetzt würde ich noch den Res Blaser. Nein, und nachher würden wir dann weitergehen zum Argumentarium. Du müsstest noch das Mikrofon laut schalten. Wir hören dich noch nicht. So, ist gut. Top. Ja, also eben, die vierte Klärstufe im Siedlungswasser nimmt jetzt Plastik raus. Zweite Frage, was ist zum Thema Glyphosat noch zu sagen? Die erste Frage habe ich nicht verstanden. Ob Mikroplastik rausgefiltert wird? Genau. Nein. Nein.
Das ist ein anderes Thema, gut. Ja, das ist gut. Es ist auch ein Thema, aber... Auch ein Thema, ja. Also Mikroplastik ist ein Thema, das ist so. Also möglicherweise wird es... ein gewisser Anteil wird rausgefiltert, aber ich kann euch jetzt da nicht im Detail sagen, aber ich bin überzeugt, dass das nicht vollständig rausgefiltert wird. Auch Glyphosat, das ist natürlich ein riesen Thema, weil das ist der Stoff, der wahrscheinlich am meisten diskutiert wird und wo am offenkundigsten ist, wie begrenzt so wissenschaftliche Aussagen sind, respektive wie viele Studien das da gekauft sind und wie in der Regel schon im Vornherein feststeht, in welche Richtung das ein Gutachten eine Aussage wird machen. Und wir haben da so viele Gutachten, die widersprüchliche Aussagen machen. Eben, es ist wahrscheinlich krebserregend, es ist möglicherweise krebserregend, wahrscheinlich nicht krebserregend, wir haben schon alles gehört. Jetzt im Trinkwasser ist Glyphosat nicht so ein Thema. Weil das Abbauprodukt von Glyphosat ist AMPA. Das wird in gewissen Messstellen im Schweizer Mittelland nachgewiesen. Aber also unter 0,1 Mikrogramm pro Liter in Regel. Und der Wirkstoff selber, Glyphosat, ist eben sehr reaktiv, dass sich der rasch abbaut. Den Wirkstoff messen wir nicht. Aber Glyphosat, nichtsdestotrotz, ist eine treibende Kraft in dieser Diskussion, weil es ist der Stoff, der mengenmässig weitaus am meisten eingesetzt wird. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Cash-Cow für die ganze chemische Industrie. Und darum, wenn es dort gelingt, den Stoff vom Markt zu nehmen, weil das der Wirkstoff sehr, sehr problematisch ist, gerade aus gesundheitlicher Sicht und bei vielen Anwendern zu gesundheitlichen Schäden geführt hat. Also die Studien, die vorliegen, ihre Beweiskraft absolut unzweifelhaft. Wenn es gelingt, mit Glyphosat ein Exempel zu statuieren, dann bin ich überzeugt, dann wird ein manches anderes Produkt folgen. Und darum ist ja der Kampf so erbittert geführt, weil es eben um sehr, sehr viel geht. Und das ist der Stoff, der wahrscheinlich die grösste Signalwirkung hat für viele andere ähnlich krebsverdächtige Stoffe. Merci. Ja, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier ein bisschen abklemmen muss, aber sonst kommen wir zeitlich ein bisschen gar fest. Ist die Reglage